Heute bei mir zu Gast Wolfgang Ecker, der Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Er spricht über sein stürmisches erstes Jahr im Zeichen der Corona-Krise. Außerdem, wo kriegen wir die ganzen Kellner her, die wir gerade in den Wirtshäusern brauchen? Und werden wir uns wirklich bis zum nächsten Jahr wirtschaftlich schon wieder erholt haben? Das und viel mehr jetzt. Näher dran, das Interview. Herzlich willkommen, schön, dass ihr euch Zeit nehmt zu dieser Ausgabe von Näher dran, das Interview. Ich begrüße sehr herzlich nochmal Wolfgang Ecker, den Präsidenten der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott. Dass Sie sich die Zeit nehmen. Und gleich mal die erste Frage: Waren Sie schon im Wirtshaus? Wo ist Ihr erster Gang hingegangen, jetzt seitdem wir wieder offen haben? Natürlich war ich schon im Wirtshaus. Der erste Gang war im nächsten Tag, ich war nicht am selben Tag, wo sie geöffnet waren, aber am nächsten Tag in einem ganz lieben Gasthaus, wo wir gemeinsam mit Jochen Danninger auf seinen Geburtstag angestoßen haben. Es war wirklich einmal wieder ein Augenblick, wo man gesagt hat, okay, jetzt ist wieder, wir sind schon wieder einen Schritt weiter und wir kommen schon langsam wieder unserem gewohnten Leben näher. Also wenn man draußen sitzt, ich war in St. Pölten am Rathausplatz an einem der ersten Tage, das Leben ist wieder da, diese Stimmung ist prinzipiell positiv. Spüren Sie das auch, also erstens generell bei den Wirten und zweitens vielleicht gleich für die ganze Wirtschaft in Niederösterreich, wie ist die Stimmungslage jetzt? Also die Stimmungslage ist natürlich besser, als sie vorher war. Ich muss ja grundsätzlich dazu sagen, es ist nicht einfach und ich muss ehrlich sagen, wir haben das, glaube ich, und das kann man mit Fug und Recht behaupten, in Österreich sehr gut hingebracht. Diese Balance zu finden zwischen Wirtschaft und Gesundheit. Nur, wir Unternehmer, wir wollen arbeiten. Und wenn es dann halt zugesperrt wirst, ist es für einen Unternehmer nicht leicht. Und dass da Verzweiflungen aufkommen und natürlich, da geht es um Existenzen und mit Berechtigungen dann auch entsprechende Unterstützungsleistungen gefördert werden, ein ganz klarer Fall. Aber ich denke, wir haben es im Großen und Ganzen gut hingebracht. Und man merkt es ganz, ganz deutlich. Und wir haben in der ganzen Zeit immer wieder Videocalls mit Unternehmerinnen und Unternehmern von ganz Niederösterreich geführt. Und da waren wirklich alle Stimmungslagen drinnen. Und mit der Verkündung, dass es dass dann fast alles aufgesperrt wird, wir haben ja immer noch Bereiche, die noch nicht offen sind. Aber mit dieser Verkündung, dass fast alles aufspielt, hast du sofort gespürt. Da hast du in die Videocalls gespürt, dass der Unternehmer wieder zum Aufleben anfängt und eigentlich das tun kann, was er tun will. Ja, er ist Unternehmer und er will arbeiten. Und das ist wirklich ganz deutlich rübergekommen. Die Frage, die ist nach diesem Hochgefühl quasi, bleibt es, geht es weiter? Wenn man jetzt mit Unternehmern spricht, bleiben wir mal kurz bei der Gastro-Szene zum Beispiel. Da stellen wir anscheinend ein Phänomen fest, dass es hat vorher schon Fachkräftemangel gegeben, aber dass auch viele sich quasi umorientiert haben, die ein Jahr oder dreiviertel Jahr nicht in die Küche konnten und so weiter. Mario Pulka, Österreichs oberster Wirtechef, aber in der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Spartenobmann, führt das auch darauf zurück, dass man quasi Arbeitslosen zu wenig zumutet? Er hat erst im ORF-Radio vor kurzem gesagt, sie zeigen nicht mehr den Willen, sich wirklich in den Arbeitsalltag eingliedern zu lassen. Ist das jetzt Ihr aktuelles Problem für die Wirtschaft, dass sie zu wenig Leute fürs Arbeiten finden? Also, es ist ja kein Wirteproblem allein. Wir haben ja das Problem in der ganzen Wirtschaft. Wurscht, wo sie jetzt hingehen. Und wir sind jetzt wirklich auch schon wieder viel Präsenz unterwegs. Das erste Thema ist, wir brauchen Facharbeiter. Natürlich, in Mario Pulka seine Forderungen, keine Frage, die Gastronomie leidet auch besonders darunter, dass sie die Leute nicht haben. Man muss nur dann immer schauen und man wird gemeinsam schauen müssen. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass der erste Schritt jetzt mit der neuen Kurzarbeit, die ab 1. Juli gelten tut, dass der erste Schritt gemacht ist. Man wird ein bisschen ansehen müssen, weil auch da, das ist so wie Balance, Wirtschaft und Gesundheit, ist da die Balance zwischen, wo ist Kurzarbeit noch notwendig, wo brauche ich es nicht mehr, schauen wir, dass wir die Leute wieder in Arbeitsprozesse kriegen. Und für mich persönlich ist der große Schlüssel immer wieder die Qualifikation. Und da werden wir uns als Unternehmer darauf wirklich stützen müssen und schauen, dass wir die Mitarbeiter entsprechend qualifizieren. Der Wirtschaftsbund Österreich hat ja, ich sage jetzt nochmal, vor einem Monat ungefähr einen kleinen Shitstorm kassiert. Der Vorschlag war ja quasi, wenn wer arbeitslos ist, also länger arbeitslos ist, dann darf er sich nicht mehr aussuchen, ob er jetzt rund um St. Pölten, wo er wohnt, einen Arbeitsplatz hat, sondern er soll
auch nach Salzburg oder nach Tirol gehen müssen, wenn es dort einen passenden Job gibt. Ja, wie haben Sie diese Forderung persönlich gefunden oder gehen Sie da jetzt ein Stück zurück, weil der Gegenwind doch relativ scharf war von vielen Seiten? Also, auch da gesagt, es geht nur miteinander. Wir brauchen unsere Mitarbeiter, wir brauchen motivierte Mitarbeiter. Und es sind dann immer Überschriften und auch beim Wirtschaftsbund Österreich ist das dann mit Überschriften weitergetragen worden. Man muss ja ein bisschen grundsätzlich ins Tiefere schauen, weil es ist dann schon darüber auch noch überlegt worden, dass das Ganze ja auch noch mit Unterstützungsleistungen durchs AMS abgefedert wird. Das heißt, es ist ja nicht zum Schaden des Mitarbeiters. Und ich glaube, dass es notwendig sein wird. Ich glaube, dass es notwendig sein wird, dass wir generell flexibler werden im Leben. Und das betrifft auch unsere Mitarbeiter ganz stark, genauso wie es uns Unternehmer treffen dort. Also ich fasse zusammen, die Forderung bleibt, aber der Wirtschaftsbund wird an der Kommunikation arbeiten, dass es nicht mehr so brutal umherkommt, sondern ein bisschen freundlicher, vielleicht so quasi mit ein bisschen Umzugsgeld oder einem freien LKW einmal für einen Tag oder so. Es wird der Weg dorthin gehen. Nochmal, es macht als Unternehmer nur einen Sinn, wenn ich motivierte Mitarbeiter habe. Und wenn der frustriert ist, weil er dort hier arbeiten gehen muss, macht es keinen Sinn. Das heißt, man wird eine Lösung suchen müssen, dass wir, und wir haben sie noch, wir haben wahnsinnig viele Leute jetzt noch in der Kurzarbeit, wir haben wahnsinnig viele Leute noch in der Arbeitslose. Und die müssen wir schauen, dass wir am Arbeitsmarkt kriegen. Und das sehr, sehr rasch. Das ist das oberste Gebot. Wir werden in unserem wirtschaftlichen Erfolg durch den Facharbeitermangel wahnsinnig gebremst. Und das können wir sie in der jetzigen Zeit nach der Krise nicht leisten. Das haben Sie schon gesagt, eben die Facharbeiter machen wir jetzt das größere auf Handwerk und Gewerbe. Ich glaube, Maurer war noch nie so ein Trendjob wie jetzt. Man hat ja das Gefühl, Niederösterreich baut. Wie wahnsinnig daran anschließend gibt es eine Frage aus der Wirtschaftskammer, vom Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband, Thema Handwerkerbonus. Sehr geehrter Herr Präsident, ich möchte gerne fragen, was mit dem Handwerkerbonus für Niederösterreich ist. Ich denke, wir sind uns einig, dass der Handwerkerbonus eine wichtige Maßnahme ist für die Betriebe und für die Konsumenten. Wir haben im Jahr 2019 einen neuerlichen Antrag auf Beibehaltung des niederösterreichischen Handwerkerbonus eingebracht. Dieser Antrag wurde vom Wirtschaftsbund mit der Begründung abgelehnt, er sei nicht notwendig. Ein Jahr später haben wir wieder einen Antrag eingebracht. Dieser wurde wieder abgelehnt mit der Begründung, man wolle einen bundesweiten Handwerkerbonus erreichen. Nur auf Bundesebene geht nichts weiter. Wäre es also nicht sinnvoll, sich gemeinsam mit uns, dem Wirtschaftsverband, für einen rein niederösterreichischen Handwerkerbonus einzusetzen und dafür aber für eine schnelle Umsetzung? Also niederösterreichischer Handwerkerbonus, wobei man hier auch ergänzen muss, dass das Land, also der Landtag, das auch schon abgelehnt hat mit der Begründung, die Auftragsbücher sind eh voll. Wo stehen Sie da? Das war derzeitig komplett kontraproduktiv. Wir würden einen Anreiz der Wirtschaft geben, die Wirtschaft jetzt und gerade dort, wo der Handwerkerbonus greifen soll. Sie haben es jetzt zuerst schon gesagt, unsere Firmen haben volle Auftragsbücher, unsere Firmen brauchen Facharbeiter. Da war jetzt ein Handwerkerbonus das komplett falsche Zeichen. Wir haben die Investprämie, die greift. Sie sehen jetzt schon eine Überhitzung, gerade im Bauhauptgewerbe, Baunebengewerbe. Und da war jetzt der Handwerkerbonus für mich das komplett falsche Zeichen. Es wird wieder der Zeitpunkt kommen, wo wir ihn brauchen werden. Nur jetzt zu sagen, wir machen ihn, weil es eine politische Forderung ist, halte ich gänzlich für falsch. Könnten Sie sich irgendeine andere Branche, Sie haben ja gesagt, es gibt auch Branchen, denen es nicht so gut gibt, könnte man den Handwerkerbonus quasi neu erfinden und Gutscheine für, keine Ahnung, Friseure, Tattoo-Studios oder sonst irgendwen hergeben, denen es noch nicht so gut geht wie den anderen Bereichen? Also ich denke, dass da natürlich immer wieder einen Spielraum gibt. Aber auch gerade diese Branchen, was Sie genannt haben, die werden jetzt systematisch wird's besser. Das ist sicher bei manchen nicht so schnell und nicht so gut angelaufen. Aber umso mehr jetzt die Durchimpfung fortgeschritten ist, umso besser wird es ja. Dann wird ja diese 3G-Regel, die ich persönlich sehr befürworte und wirklich dahinter stehe, umso mehr wird sie greifen. Das wird in der Zukunft kein Thema mehr sein und die Leute werden das genauso wieder in Anspruch nehmen, wie sie es vorher in Anspruch genommen haben. Also man wird darüber nachdenken können, wo, und man wird es auch tun, wo man vielleicht noch Schwerpunkte setzen kann oder Schwerpunkte setzen muss, um den Unternehmern, den einzelnen Branchen zu helfen.
Generell, die Zahlen werden Sie wahrscheinlich freuen, die gerade zumindest prognostiziert werden. Die sind auch leicht nach oben korrigiert worden, muss man sagen, dass sich Österreich und wir damit auch schneller erholen wird. Also für Niederösterreich wird momentan für heuer so rund mit 3,5% Wachstum gerechnet, nächstes Jahr dann über 4. Und die, ich sage jetzt mal, die positivsten Annahmen gehen davon aus, dass wir uns vielleicht schon im Herbst 2022 oder Frühjahr 2023 wieder auf Vorkrisenniveau bewegen werden. Erstens, halten Sie das für realistisch? Und zweitens, hilft uns da diese Klein- und Mittelstrukturiertheit Niederösterreichs, dass wir halt nicht nur Betriebe mit 20.000 Beschäftigten haben, sondern eigentlich sehr mittelständisch organisiert sind? Ja, ich halte es für realistisch. Und Sie haben jetzt einen Grund dazu genannt, aber der wesentliche, und das ist für mich eigentlich sehr, sehr schnell spürbar geworden, dass Niederösterreich den Riesenvorteil hat von einem Branchenmix. Von verschiedenen, wir sind nicht abhängig nur vom Tourismus, wir sind nicht nur abhängig nur vom Bau, sondern wir haben wirklich eine gute Durchmischung. Und da, und das war das, was Sie jetzt gesagt haben, von ein Personenunternehmer bis zum Industriebetrieb. Wir haben alles dazwischen. Und das macht schon den Standort Niederösterreich aus. Und davon bin ich felsenfest überzeugt, dass wir es erreichen werden, weil wir schon besser durch die Krise gekommen sind mit unserem Mix, was wir in Niederösterreich haben. Wir hätten auch aus diesem Mix, aus der Mitte der wirtschaftlichen Gesellschaft, eine Frage für Sie, und zwar von Peter Maurer. Er ist Friseur in Wiener Neustadt und hätte folgende Frage an den Präsidenten. So, grüß Gott. Da wir als persönliche Dienstleister im Bereich Friseure seit ewiger Zeit für die Kunden auch nach der Pandemie da sind, würde mich brennend interessieren, wie die Verhandlungen unserer Mehrwertsteuersenkung funktionieren. Die 10-prozentige Mehrwertsteuersenkung wäre für uns Friseure sehr, sehr von Vorteil, da wir bis jetzt eigentlich auch bei den Verhandlungen um die Gehälter mitgemacht haben und auch die ganzen Auflagen gut erfüllt haben. Danke. Also die Gastro hat ja eine Steuersenkung bekommen in der Krise und die konkrete Frage von Peter Maurer ist so quasi, es gibt anscheinend Diskussionen darüber, ob die Mehrwertsteuer da gesenkt wird, die Umsatzsteuer. Wo stehen wir da? Also es gibt jetzt die Diskussionen, gibt es. Sie sind aber an sich in der Richtung, und das muss ich jetzt leider dazu sagen, gerade auch für die persönlichen Dienstleister, dann nicht weitergegangen. Es wird ein Modell sein, was man in die nächsten Verhandlungen unbedingt mit einbringen muss. Das ist keine Frage. Wir werden uns da als Wirtschaftskammer auch entsprechend positionieren. Wie weit es von Erfolg gekrönt ist, wird man sehen. Die Gastro hat jetzt meines Wissens die Zusage bis Ende dieses Jahres. Man wird dann schauen, wie das Ganze weitergeht. Und in dem Zusammenhang und in dem Zuge wird man sich auch genauso diese Bereiche anschauen müssen, ist keine Frage. Schauen wir nach vorne, wenn Corona dann wieder ein bisschen auf die Seite geschoben worden ist, wird wahrscheinlich die Klimadebatte, die ein bisschen ruht oder so, wieder da sein. Man merkt es schon in den internationalen Medien und so weiter, wie schnell muss sich die Wirtschaft transformieren, um da mitzuhalten, wer blockiert, wer ist vorn dabei, wer zahlt am Ende des Ganzen. Da habe ich auch eine konkrete Frage und Sie dürfen raten, wer die Klimafrage stellt, welche Partei. Ja, klar, die Grünen. Ja, schauen wir 100 Punkte, schauen wir, wie viele Punkte für die Antwort dann dazukommen. Lieber Wolfgang Ecker, ich habe zwei Fragen heute. Die eine Frage ist: Wie glaubst du, ist die Wirtschaft in Niederösterreich vorbereitet auf die Zeit ohne Öl und Gas? Und eine zweite Frage, die mich persönlich interessieren würde: Teilst du wirklich die Positionierung vom Wirtschaftskammerpräsidenten Mara in der Angelegenheit Umwelt und Wirtschaft und die Vereinbarkeit in diesen zwei Fragen? Danke. Also wie steht es konkret um Niederösterreichs Wirtschaft und der Zukunft Öl und Gas? Also wir haben es, glaube ich, auch gerade in der Krise sehr gut bewiesen, wie unsere Unternehmerinnen und Unternehmer mit so Herausforderungen oder überhaupt mit Herausforderungen umgehen. Und ich bin davon felsenfest überzeugt, dass wir auch diesen nächsten Schritt entsprechend meistern werden. Es wird eine Herausforderung sein. Sie haben bei Ihrer Einleitung was ganz Wichtiges gesagt. Wer zahlt es? Und das wird ein Thema sein, auf das, was man schauen muss. Und das muss man sich von allen Perspektiven anschauen, wie da die Verteilung ist und was kann der Unternehmer überhaupt noch übernehmen an Kosten, weil wir müssen wettbewerbsfähig bleiben. Und
ich glaube, es liegt unumstritten, dass wir als Unternehmer genauso Mitbürger sind aus Niederösterreich, aus Österreich, aus Europa, aus der ganzen Welt. Und wir genauso Kinder haben und uns das Klima genauso am Herzen liegt. Nur es muss alles in einer Relation bleiben. Und ich kann auch sicher behaupten, dass unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, gerade in Niederösterreich, da eine Hausaufgabe schon sehr stark gemacht haben und auch weiterhin machen werden. Nochmal, wir wollen auch in einer gesunden Umwelt leben. Es soll uns nicht unterstellt werden, dass wir Unternehmer immer die Bösen sind, die auf das nicht schauen. Es muss nur der Kosten-Nutzen-Faktor abgeklärt werden. Also ich fasse vereinfacht zusammen, Sie wollen Ihren Beitrag leisten, aber nicht 100%. Das heißt, man muss einfach schauen, was zahlt der Staat, die Gesellschaft als Ganzes, der Konsument, für den wird auch das eine oder andere vielleicht teurer werden. Genau. Aber ja, die Wirtschaft wird sich nicht komplett ausklinken, verstehe ich da richtig? Komplett richtig. Also, und wir haben es immer getan, wir waren immer mit dabei und wir werden in der Zukunft machen. Und somit ist die zweite Frage, auch Präsident Mara versteht es nicht anders. Also wir von der Wirtschaft wollen genauso eben ein gesundes Klima haben. Und zum Schluss noch vielleicht einmal zu Ihnen. Ich habe jetzt da einen Kalender, Sie sind jetzt knapp über ein Jahr im Amt. Ich frage einfach mal, und Sie sind da wirklich in diesen Strudel reingestürzt worden. Also Sie haben wahrscheinlich auch Pläne gehabt, aber Corona hat einmal alles zur Seite gedrängt. Auf jeden Fall mal, wie ist es Ihnen in dem Jahr trotzdem als Ganzes ergangen? Also ich muss da auch eines dazu sagen, ich habe ein wahnsinniges Glück einmal von meiner Existenz, von meiner Firmenseite her gehabt. Ich bin mit meinen Betrieben im Bauhaupt- und Baunebengewerbe tätig und jetzt muss ich sagen, uns hat es in der wirklich herausfordernden Zeit, jetzt sage ich mal 3-4 Wochen beim ersten Lockdown, ein wenig gestraft. Wie keiner gewusst hat, wie geht man mit dem Ganzen um, haben wir eine leichte Delle bekommen, aber die war nichts gegen was andere Betriebe erwischt hat. Somit habe ich jetzt einmal persönlich den Vorteil gehabt, mich wirklich um meine Funktion sehr intensiv und stark zu kümmern. Sie haben es gesagt, sie war herausfordernd. Ich bin aber davon überzeugt, wir schaffen es auch heuer noch nicht ganz, sich unseren ursprünglichen Themen widmen zu können. Wir werden das Jahr 2021 und wahrscheinlich auch noch das erste Quartal 2022 brauchen, um noch ein paar Überbleibseln der herausfordernden Zeit aufzuarbeiten, unsere Unternehmerinnen und Unternehmer entsprechend zu unterstützen. Sie werden jetzt beim Durchstarten auch unsere Unterstützung sehr, sehr stark brauchen, weil doch noch immer wieder für sehr viele entsprechende Herausforderungen gibt, wo alles noch nicht ganz so rund rennt, vielleicht wie es rund rennen sollte. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wir haben unsere Perspektiven, die wir uns als Ziel gesetzt haben, natürlich nicht aus den Augen verloren und wir werden sie auch weiterhin in den Fokus behalten und unsere Ziele weiterhin verfolgen. Und bin davon überzeugt, dass wir 2023 schon wieder sehr viel von dem, was liegen geblieben ist, aufgearbeitet haben. Was wird dann auf diesem Post-it stehen? Also wenn Sie sich jetzt 2, 3 Projekte in Schlagworten überlegen, was soll auf Ihrer Pinnwand künftig stehen, was dann nach Corona umgesetzt werden soll in Ihrer Amtszeit? Ja, wir haben uns ganz klar als Ziel gesetzt und das ist mir wirklich ein großes Anliegen, wesentlich. Wirtschaftskammer hat sie immer um seine Mitglieder gekümmert. Nur für mich muss das noch viel mehr in den Fokus rücken. Wir sind da, unsere Mitgliedsbetriebe zu unterstützen. Und das muss unser oberstes Gebot sein. Und das will ich noch viel intensiver in unserer Wirtschaftskammer in Niederösterreich ausbauen, dass wir viel mehr gespürt werden. Wir müssen noch mehr zu unseren Mitgliedern hinaus. Und unsere Mitglieder müssen spüren, da ist einer da, wenn wir da was brauchen, kriegen wir Hilfe. Und auch das sage ich immer wieder und ich bin davon vollstens überzeugt. Und nicht, weil ich Wirtschaftskammerpräsident aus Niederösterreich bin, sondern das bin ich wirklich vollstens der Überzeugung. Es gibt kein besseres System als dieses duale System, was in der Wirtschaftskammer ist. Zwischen Funktionär, den Unternehmer von der freien Wildbahn und den Mitarbeiterinnen und den Mitarbeiter der Wirtschaftskammer, der das von seiner fachlichen Seite noch beleuchten und von der rechtlichen Seite noch beleuchten kann. Und das Duo zusammen gibt wirklich einen Nährwert her für unser Unternehmen, der gewaltig ist. Und es klingt zwar jetzt blöd und abgedroschen, aber es ist, ich will mir es gar nicht vorstellen, wer uns vertreten sollte, uns Unternehmer, wenn es wir selber nicht täten.
Ich möchte jetzt nicht erleben, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Ich bin froh, dass wir uns selbst ein Gehör verschaffen können und selbst das wirklich mitbringen können, was wir als Unternehmer erleben, fühlen und mitbekommen. Zum Schluss noch ein Plädoyer für die Pflichtmitgliedschaft. Sei Ihnen gegönnt. Letzte Frage. Nach jeder langjährigen Übergabe hat sich ja die Frau Landeshauptfrau einige Male stellen lassen müssen. Wie oft telefonieren Sie noch mit Sonja Zwatzl und holen sich einen Tipp ab bei Ihrer Vorgängerin? Also wir sind immer wieder in Kontakt und ich muss sagen, sie macht das wirklich ganz fair. Wenn ich was brauche, ist sie für mich da. Aber sonst reduziert sich das. Wir haben uns auch privat immer wieder gut verstanden. Das heißt, wir haben ein sehr gutes Verhältnis und ja, wenn es notwendig ist, tauschen wir uns aus. Aber ansonsten, sie mischt sie in den Bauernhof vom Leichenbauern nicht mehr ein? Nein, überhaupt nicht. Vielen herzlichen Dank, Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, für das interessante Gespräch und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne, danke. Danke auch, dass ihr dabei wart und alle Zeichen zeigen nach oben. Das haben wir aus den letzten 20 Minuten gelernt und wir hoffen, dass das auch so eintritt. Bis zum nächsten Mal bei Näher dran. Ciao. Näher dran. Alle Video- und Podcast-Folgen findest du auf näherdran.tv.